Gude, ich bin André und ihr seht die zweite Staffel Ausgeklickt, in der sich alles um unsere Rennen in der neuen Zwift Racing League dreht, einer globalen Rennserie für Teams mit 5 Rennen und 5 Teamzeitfahren. Ich bin ganz neu im Team der Kirchmeier Honey Bibis und wir stehen mit 6 Fahrern und unserem Captain Michael am Start des ersten Rennens der ersten Season hier in Watopia. Das Rennen ist rund 50 Kilometer lang und besitzt 3 Bergwertungen, an der es für die ersten 5 Fahrer Bonuspunkte gibt. Im Ziel erhält jeder Fahrer außerdem Punkte für seine Platzierung. Das Team mit den meisten Punkten ist Sieger des Rennens und erhält 20 Punkte, das zweite Team 19 Punkte und so weiter. So viel also zu den Regeln in aller Kürze. Am Start stehen 21 Teams, die mit uns das erste Rennen in Angriff nehmen. Und so viel kann ich schon verraten, das hier ist eine ganz andere Hausnummer als die Hot and Red Racing Series aus Staffel 1, so schön sie auch war. Also stellt die Sitze aufrecht, dreht die Lautstärke auf und genießt, wie sich die Dramatik des Rennens entfaltet. Los geht's. Ups, keine Ahnung, warum ich hier nach rechts fahre. Nee, einfach nur geradeaus fahren, Junge. Da geht's lang. Ja, hat dieses Rennen vielleicht eine ganz besondere Brisanz oder Dramatik zusammen mit dem zweiten Rennen? Das zweite Rennen wird ein Teamzeitfahren sein. Es zählen nämlich nicht nur die Punkte, die ich gerade erwähnt hatte, sondern es zählen in den ersten beiden Rennen auch die Durchschnittszeiten der Teams, um wieder eigene Gruppen zu bilden. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wieso das denn jetzt auch noch? Tja, weiß ich nicht, vielleicht fragt ihr euch das auch nicht, aber ich erzähle es trotzdem mal, wir haben ja ein bisschen Zeit. Die Resonanz auf die Zwift Racing League war so groß, dass sich alleine in unserer Zeitzone EMEA East ungefähr 140 Teams angemeldet haben. Und es würde wenig Spaß machen und würde auch zu Wettbewerbsverzerrungen führen, all diese über 800 Fahrer wären das ja dann, an einen Start zu bringen. Weil es führt zum Beispiel dazu, dass wenn ich hinten im Feld am Start platziert bin, ja sehr viel Kraft aufwenden muss, überhaupt mal nach vorne zu fahren. Während andere, die eben vorne starten, sich eher ausruhen können und andere schon sehr viel Körner brauchen, um überhaupt in eine Position zu kommen, wo sie um den Rennsieg mitfahren können. Das führt alles zu Verzerrungen im Wettbewerb, das will man eigentlich nicht haben. Deswegen bildet man eben kleinere Gruppen mit ähnlichen starken Teams und die Stärke dieser Teams bestimmt man eben auf Basis der Durchschnittszeiten des Teams in den ersten beiden Rennen. Deswegen drückt jetzt hier jeder auf die Tube. Wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass nach diesen ersten paar Kurven hier, die auch so ein paar Anstiege haben von, Anstiege sind kleine Blasen von 1-2%, da wird normalerweise sehr stark drüber sozusagen gebrettert, viel Kraft investiert und ihr kennt die Zwift-Rennen ja auch von spätestens Ausgeklickt Staffel 1 oder ihr fahrt selber viel auf Zwift, die Starts sind immer sehr schnell bei den Rennen und wir dachten, das Tempo wird dann so ein Stück weit moderater. Es ist aber nicht der Fall, sondern es ist wirklich konstant hoch geblieben. Und das hat das Rennen auf jeden Fall sehr anstrengend für alle Beteiligten gemacht. Aber wie Herr Oettinger sagen würde, we are all in the same boat. Und für jedes Team ist es jetzt im Moment leicht. Das Tempo ist halt hoch. Wenn ihr mal schaut, unsere Trikots sind ja ganz gut zu erkennen. Da diese schwarz-gelb gestreiften, also in Anlehnung an die Bienen. Wir sind eigentlich ganz gut platziert. Ja. Viele von uns, von den 6 Fahrern, sind vorne im vorderen Drittel mit dabei, genießen den Windschatten. Manchmal kommt man weiter nach vorne, als man möchte. Und ihr seht ja auch, ja, wenn man auf Platz 60 ist, dann kommt einem das schon so vor, als wäre man total weit vorne. Und dann lässt man sich wieder ein bisschen zurückfallen. Also es klappt ganz gut. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu dem ersten Punkt, an dem es ein Power-Up gibt. Und ich bekomme... Ja, nichts. Das ist toll. Ich gehe leer aus. Ich habe natürlich auf eine Feder gehofft, die mir gleich bei der ersten Bergwertung hilft. Aber poor little me, nothing for me. Langsam, aber sicher lassen wir die Einöde der Wüste hinter uns und fahren hinein nach Titans Grove. Da wird uns auch die erste Bergwertung erwarten.
Zuvor geht's aber hier noch so ein bisschen hoch und runter und wir spulen hier mal vor. Es ist nicht so viel passiert, außer dass das Feld schon sich hier auch auseinanderzieht. Sieht ihr ja oben dann auch in der Karte und es bildet sich schon eine erste Spitzengruppe an der Stelle aus. Ganz wichtig für uns als Team ist natürlich, dass wir vorne gut vertreten sind und wir schaffen das auch bis zu diesem Punkt, alle unsere 6 Fahrer hier vorne in der Spitzengruppe zu platzieren. Also ganz wichtig. Die erste Bergwertung ist 2,2 Kilometer lang und hat eine durchschnittliche Steigung von 2,2%. Ist jetzt also kein kurzer, giftiger Anstieg, sondern lässt sich doch ganz gut und harmonisch fahren. In dieser Phase des Anstiegs ist es jetzt wichtig als Team, dass wir uns vorne platzieren. Ja? Nicht zu weit hinten sein, sondern schon mal so eben im vorderen Bereich des Feldes, weil wenn jetzt hier Attacken passieren sollten, dann müssen wir halt darauf reagieren, denn an solchen Anstiegen kann ja auch mal ganz schnell eine Fluchtgruppe entstehen und wenn die groß genug ist, das haben wir jetzt hier bei den paar Hoch- und Runterhügeln ja schon gesehen, dann kann das dazu führen, dass man in so einer Gruppe separiert wird. Und leider, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, haben wir einen im Team, den Oliver, und der wird tatsächlich hier distanziert in diesem Anstieg. Das heißt, oben sind wir dann nur noch zu 5 als Team und nicht mehr zu 6. Fragt mich nicht, was das mit dieser Climb Mount Everest Challenge zu bedeuten hat. Ich bin in Swift virtuell den Mount Everest schon zigmal hochgefahren und mit Sicherheit nicht jetzt erst 8800 Höhenmeter. Aber ja, vielleicht irgendeine Art von Bug oder so, keine Ahnung. Weit ist's nicht mehr bis zum Kommen. Es geht noch einmal um so eine scharfe Kurve da vorne links. Und dann, ja, wird's auch schon bald losgehen, dass hier wirklich das Tempo nochmal ordentlich angezogen wird. Ich schau schon mal vorne, was so passiert. Mein Puls ist jetzt auch schon auf 192. Hier, das ist die Linkskurve, die ich meinte. Einige ziehen da auch schon ihre Power-Ups. Und vorne seht ihr schon, jetzt wird es wirklich schneller. Ich bin jetzt auf Position 13. Und jetzt muss ich Gas geben, wenn ich hier noch um diese 5 Bonuspunkte oder wie viel auch immer, vielleicht auch nur 4, 3, 2, 1 Bonuspunkte mitfahren will. Sieht ganz gut aus im Moment. Einige zücken jetzt nochmal ihre Power-Ups. Die Feder macht sich leichter. Dieser Van für den erhöhten Windschatten. Und im Moment bin ich noch auf Platz 5. Aber ich werde knapp eingeholt auf Platz 6. Und ich hätte jetzt hier einfach noch krasser drüber gehen müssen, um mir diesen Punkt zu holen. So war ich jetzt halt leider auf Position 6. Und surprise, ich bekomme auch wieder kein Power-Up. Also, ich würde sagen, ey, Power-Ups sind eh für Loser, oder? Ich meine, muss ich halt ohne klarkommen. Kann ich jetzt auch nichts machen. Nee, im Ernst, ich hätte natürlich schon gerne ein Power-Up gehabt. Und ich gönne mir jetzt einfach mein eigenes Power-Up, ne? Zeit für Abendessen. Ich sag mal so, Espresso und Salty Caramel sind meine Lieblingsflavors. Ja, aber man muss eben einfach jetzt so eine halbe Stunde im Rennen drin auch mal was essen. Ja, ich schaue das dann auch einmal so auf den Boden. Ne? Das kannst du ja draußen in der Natur auch nicht machen. Da sollte man die Sachen schön ordentlich wieder in die Trikottasche stecken. Und was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass unser Teammitglied der Magnus an diesem ersten Kommen tatsächlich auf Platz 1 gefahren ist und nochmal richtig cool 5 Bonuspunkte geholt hat. Also echt Chapeau, starke Leistung und das wird auch wahrscheinlich nicht der letzte Bonuspunkt sein, den der Magnus hier in der Swift Racing League holt, weil der ist richtig, richtig stark gefahren. Also klasse. Ich für meinen Teil bin schon ganz zufrieden damit, dass ich überhaupt da in dieser Spitzengruppe auch drin war, weil ich hatte tatsächlich so eine kleine, ja, Saisonpause und mache jetzt hier meinen Wiedereinstieg und dieses erste Rennen ist schon wirklich harter Tobak. Ihr seht auch ja, mein Puls ist jetzt entsprechend hoch und wir sind jetzt auch schon an der zweiten Bergwertung angelangt. Und die kennt ihr vielleicht auch noch aus der Staffel 1 von Ausgeklickt. Die bin ich auch schon mal gefahren.
Was ich auch noch erwähnen wollte, ist, ich bin tatsächlich an diesem ersten Bergwertungsstück auch einen persönlichen Rekord gefahren. Also daran sieht man auch, wie hart dieses Rennen ist. Und mir fehlt ja vielleicht auch noch so ein bisschen die Rennhärte. Ich glaube, meine Form wird schon noch ansteigen, je mehr Rennen jetzt dann auch stattfinden. Im Moment bin ich hier ganz gut platziert. Ihr seht, meine Teamkollegen sind auch da. Und schauen wir mal, ob wir hier nochmal um Bonuspunkte mitfahren können. So, in dieser flachen Kurve ist der erste Teil des Anstieges geschafft. Jetzt kommt Teil 2. Und hier entscheidet es sich dann auch, wird man in der Lage sein, vorne mitzufahren oder wird man jetzt hier an diesem Stück distanziert. Und wenn ich ein Power-Up hätte, ich würde es wahrscheinlich jetzt ziehen. Am besten eine Feder, die mich leichter macht und es mir etwas erleichtert, auch an meinen Kontrahenten vorbeizuziehen. Ich bin relativ weit vorne, nicht ganz so weit vorne wie bei der ersten Bergwertung und komme jetzt hier an die Jungs vor mir auch nicht mehr wirklich ran. Die sind schon flott unterwegs. Und links in der Grafik könnt ihr es erkennen, ich bin als Achter über die Ziellinie gefahren, oben an der Bergwertung. Habe also die Punkte da jetzt auch verpasst. Habe aber wenigstens mal ein Power-Up bekommen. Hey, zur Abwechslung. Also so ein Power-Up, das mir beim Draften hilft. Es erhöht den Windschatten-Effekt um 50% und es ist ganz gut, sich, um sich auszuruhen. Und ihr seht, das Feld ist auch schon auseinandergezogen. Meine Teamkollegen kommen jetzt wieder zu mir. Vorne fährt auch Magnus. Der hat wieder, glaube ich, als Erster oder Zweiter ist er auch über diesen Komm drüber gekommen. Also wieder ein saustarkes Ergebnis. Ich bin schon ziemlich durch, würde ich sagen. Und wir gehen direkt einmal zum letzten und auch wirklich entscheidenden Anstieg hier am Vulkan. Was natürlich super ist, wir sind noch mit 5 Fahrern, also fast dem gesamten Team hier in dieser Spitzengruppe vertreten. Und die Spitzengruppe ist zu dem Zeitpunkt nur noch ungefähr, ich glaube, aus so 17, 18 Fahrern ungefähr bestehend. Also eine ganz starke Leistung und eigentlich auch ein Signal an die anderen Teams jetzt an der Stelle, die uns aber, ja, jetzt nicht unbedingt vorne wegschicken. Ne? Normalerweise in so einer Situation würde man vermuten, das stärkste Team muss eigentlich die Tempo- und die Führungsarbeit übernehmen. Aber es gelingt uns an der Stelle noch ganz gut, uns zu verstecken. Beziehungsweise, wenn ich jetzt von mir rede, habe ich jetzt auch nicht so viel Power, dass ich jetzt hier alleine im Wind draußen mit 400 Watt da den Vulkan hochfahren kann. Deswegen bin ich ganz froh, dass die anderen da jetzt so ein Stück weit uns auch Deckung geben. Und kaum habe ich es gesagt, zieht das Tempo natürlich auch gleich an. Jetzt kommt oben die Rampe des Vulkans. Jetzt muss ich nochmal auf die Zähne beißen. Es heißt jetzt einfach dranbleiben. Sonst war alle Mühe umsonst. Ich komme jetzt hier, ihr seht es ja, an Position, ja, jetzt bin ich 13. im Moment, in die Bergwertung rein, Puls 190, ich bin schon ganz schön groggy und ich merke jetzt, ich habe so ein Krampfgefühl und meine Wade macht zu. Es ist super doof, ich ärgere mich total, ich hatte das, kann mich nicht erinnern, dass ich das schon mal hatte in einem Rennen. Extrem ungünstig, dass ich jetzt hier diese Krampferscheinungen bekomme und ich erzähle jetzt gerade hier unserem Team-Captain, dem Michael, du, bei mir geht's jetzt nicht mehr so stark nach vorne. Ich muss schauen, dass ich irgendwie das Rennen gut zu Ende fahre. Das Rennen zu beenden ist auf jeden Fall mein Ziel.
ich muss jetzt nur sehr vorsichtig sein, was ich mache, wie viel Leistung ich trete und vor allen Dingen auch, wie ich trete. Erstmal gibt es jetzt hier vielleicht noch ein Power-Up. Nein, es gibt kein Power-Up. Passt natürlich zu dem Gesamtbild dieses Rennens. Ich klicke jetzt hier auch nochmal aus an der Stelle, weil ich echt das Gefühl habe, meine Wade geht gleich zu. Und jeder von euch, der schon mal einen Krampf hatte, weiß, da geht nichts mehr. Ja? Da fährst du nicht noch irgendwie 10 Minuten auf dem Rad, vielleicht einbeinig, könnte ich mich dann noch versuchen, irgendwie ins Ziel zu retten. Aber ich probiere hier mit Würde das Rennen zu beenden, bleib jetzt auch noch recht lange in der Gruppe dabei. Ihr seht, es ist nicht mehr weit. Nur hier an dem Anstieg beschließe ich jetzt, ich fahre da jetzt nicht mehr mit, weil es wird jetzt eine Tempoverschärfung auch geben und die kann ich nicht mitgehen. Wenn ich die mitgehe, dann kriege ich jetzt hier den kompletten Krampf. Und Jan hat auch Krämpfe, mein Teamkollege, und wir beschließen jetzt an der Stelle gemeinsam zusammen das Rennen in Würde zu beenden. Am Ende fährt Jan dann nochmal vorbei, hat natürlich auch ein Power-Up, ich nicht, aber ja, ich riskiere jetzt hier auch nichts. Das Rennen ist vorbei. Schauen wir uns mal das Ergebnis an. Wir haben 115 Punkte gesammelt. Magnus auf Platz 2 ganz, ganz stark. Dann Heli, dann Michael, dann Jan, dann ich. Oliver, der schon abgehängt wurde, leider in Titans Grove, bekommt auch noch einen Punkt. Und insgesamt sieht es doch ganz gut aus. Wir sind ganz knapp nur am ersten Platz von dem ersten Rennen in der Teamwertung vorbei geschrubbelt. 2 Punkte haben uns gefehlt. Also die Belgier sind vor uns ganz, ganz stark. Aber ich glaube, es war ein ganz passabler Auftritt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin sage ich ciao und bye bye.